Hallöchen, The Forest geht weiter und ich kann mich nicht bewegen. Was zum Teufel? Ich bin immer noch leicht konfus. Letzte Episode. Das war doch ein gezielter Angriff. Kannst mir doch nicht erzählen. Das war doch geplant. Zwei komische, wie soll ich sie nennen? Frubbels, Mutanten, Vierbein, acht Arme Vieh. Ich weiß es nicht. Unzählige Eingeborene. Der ganze Wald war voll mit Eingeborenen. Ich habe keine Ahnung, was da abging. Ob die irgendwie hier ein Spring Break gefeiert haben oder Familienvereinigung, Hochzeit. Ich habe keine Ahnung, wie die so eine Hochzeit machen. Auf alle Fälle war es grauenhaft schlimm. Wir hatten nichts mehr. Ich zeige euch mal Inventar hier. Pass mal auf. Nichts mehr drin. Kein Alkohol mehr. Keine Bomben, keine Pfeile, keine Federn. Leergebombt. Und eine Flairgun wäre so göttlich. Eine Flairgun. Also, erstmal hier. Auf, ja, auf Derby. Ah, falsch. So, genau. Wow, ja. Hinein in die Sonne. Hier war doch mein Hasenkäfig, ne? So, ich sehe zwar nichts, aber... Ich habe auch keine Ahnung, wo die herkamen. Was deren Anlass war, jetzt auf einmal aufzutauchen. Man hat sie ja vorher nie gesehen. Ob das mit der Höhle zusammenhing oder... Ich habe keine Ahnung. Verstehe ich wirklich nicht. Ist mir aktuell auch noch ein kleines Rätsel. Ein kleiner Ball hier vom Flieg und Sieg. Also das hat mich ehrlich gesagt ein bisschen verstört. Hätte ich eine Facecam gehabt... Dann hätte es da ein schönes Video gegeben. Die pure Panik des Kaisis. Ne, echt, also da ist ja bei mir auch Schluss, ne? Ich bin da ja auch kleiner Schisser. Hätte The Forest nicht dieses schöne Bausystem oder ja doch Gebäudesystem und hast du nicht gesehen? Dann würde ich es, glaube ich, gar nicht mehr spielen, weil ich es nicht würde wollen mit noch mehr Eingeborenen. Also, ich bin ehrlich gesagt auch immer froh, wenn ich denen nicht oft begegne. Hallo? Mr. Lurch, danke. Und wenn die dann sowas abziehen wie eben, dann bin ich natürlich der Letzte, der sich darüber freut. Ein Hase, komm mal her. Hase. Hase, komm her, Hase. Scheißdreck. Hase, komm her. Ich hab gesagt, komm her. Oh Mann. Hase, ist hier jetzt einer in der Falle? Nein. Nein, doch. So, ich wollte zum Strand. Einmal zum Strand und wir sammeln Alkohol. Wir brauchen alles, was wir finden können. Nee, ich will unbedingt ein paar Bomben auf Vorrat bauen. Ich brauche Molotow-Cocktails, ich brauche Federn. Unendlich viele Federn. Ich müsste theoretisch hier alle Vögel töten, die ich irgendwie sehe. Ich finde, Vögel töten ist immer so schwierig in dem Spiel. Also jetzt auch gezielt Vögel töten. Mal sehen, vielleicht haben wir hier Glück, dass viele Möwen kommen. Und ich würde wirklich gerne eine Flairgun. Die ist bestimmt in einer der letzten Dreckshöhlen da unten. Wo ich mir dann denke, hör doch auf. Vogel. Lande, Vogel, lande. Nein. Bam. Noch mehr, komm, Vögel. Da fliegt eine... Ach nein, den habe ich nicht gesehen. So wird ein Schuh draus.
Ich darf mich nicht bewegen. Dann klappt's. Ja, genau so. Nee, du musst schon anders hauen. Nee, du musst schon wie ein Mann hauen. Wie ein Mann hauen. Genau. So. Der fliegt durch den Sand. Nein. Pam, 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 pam. Mehr Vögel. Nein, Wien, hau doch. Nee. Ja. Also, er haut gerne noch quer. So, hier sind noch Federn. Das Vogelmassaker 2015. Es geht weiter. Ach, gleich zwei getroffen. So viel zu den Federn, die wir brauchen, ne? Wie viel habe ich jetzt in der Tasche? 40. Och, solange wir noch sammeln können. Nehme ich auch noch ein, zwei mit. Wie die hier. So, komm. Ein paar nehme ich noch und dann reicht's aber auch. Ich weiß so gar nicht, wie viele Pfeile man maximal beihaben kann. Komm, das reicht erstmal. So, der gute Herr hat Hunger. Ich snack mal kurz zwei Riegel. Ich denke, die finden wir jetzt da vorne auch wieder. Alkohol. Hier geht's noch los. Hier wären jetzt noch ganz viele Möwen gewesen. Okay, das merken wir uns. Diesen Spot, also wenn du auch spielst hier, dann ist das eine tolle Stelle. Einfach wie ein Ölgötze herumstehen und hallo Leiche. Gerade frisch aufgetaucht. Hier auch eine. Hat er schon gesagt, can't carry any more booze? Jo, jetzt zumindest. Vorher habe ich es noch nicht gesehen. Stoff haben wir ein bisschen bei, das ist gut. So. Armbanduhren. Zwei am Start, drei am Start, okay. Oh, mach Inventar zu. Da, siehst du? Riegel, Medizin, irgendein Steinchen. Hier keine Flairgun drin, das wäre freundlich gewesen, aber nein. Nee, ich will den. Scheiße, um Stein. Ob man die damit abwerfen kann, habe ich auch noch nicht rausgefunden. Bin aber gar nicht versucht, ehrlich gesagt. Mit so einem Stein mal hier irgendwie auf den Eingeborenen zu werfen. Wäre auch das Letzte, was ich versuchen würde. Nimm das. Weißt du, vor allen Dingen, wenn wir hier mit Bomben werfen können. Ach, das war schon wieder so ein Dreckstein. So. Und hier wieder die FedEx-Kartons, die fröhlich durch die Gegend hüpfen. So, wir hatten davor noch einen Spot mit Kisten, also hier mit Koffern. So, der Junge darf hier mal kurz ausruhen. Bisschen durchschnaufen. Ich möchte hier bitte rüber. So. Okay. Also, ich hoffe wirklich, dass sich das ein bisschen gibt mit den Eingeborenen. Das war ein bisschen too much, muss ich ehrlich gestehen. So, Häschen. Wie gesagt, Abwechslung ist schön und gut. Aber die ganze komplette verkackte Bande, dann ja, irgendwie, wenn ich im Baumhaus hock. Ne. Oh. Gab's gleich noch einen Vogel? Aus Versehen, natürlich.
Oh, eine Taschenlampe war dabei. Can't Kenny Animal Boost. Okay, gut. Dann zack, zack. Und Münzen. Genau, nochmal. Münze, Geld, Aluhol und Board. Zack, zack. Gut, könnten wir noch ein viertes machen? Irgendwie habe ich im Kopf, 3 ist die magische Zahl. Und da da nichts steht, wird das wahrscheinlich auch so sein. Das Inventar wird gerade so dunkel. Ja, das ist voll. Wird doch noch nicht dunkel hier, oder? Noch sind wir ja nicht lange unterwegs. Ein paar Fantas wären noch nett. Allerdings, wenn ich jetzt wieder hier länger rumlaufe, komme ich wieder an den Ort des Grauens sozusagen, wo genau das passiert ist. Oh, Entschuldigung. Wo alle rumgelaufen sind. Also Fanta wäre noch schön und ein paar Energieriegel, aber das sieht hier schlecht aus. Da müssten wir an ein paar andere Spots gehen. Ich glaube aber, das mache ich nicht. Hier war doch immer der Spawnpunkt fürs Schiffchen. Das ist irgendwie ein bisschen kaputt. Na gut, dann ist dem halt so. Okay, ich nehme mal langsam den Heimweg wieder. Also ganz langsam. Er atmet schon. Cool. Ich freue mich ja riesig. Siehst du das da? Auf der Anhöhe? Dieser Mutant. Also die sind jetzt echt los hier, ja? Scheinbar ist irgendwie diese magische Zahl ab dem Punkt, wo sie anfangen hier die Insel zu bewandern, die ist scheinbar gekommen. Bin ich darüber glücklich? Nope. Oh, hier ist ein Hai. Hallo, Hai. Hai, Hai. Haha. Vor allen Dingen läuft da auch eine komplett andere Route. Die habe ich noch nie gesehen bei den Eingeborenen, dass da einer lang läuft. Vorher. Hier den Alkohol sammle ich nur kurz ein. Oh Mann, ey. Oh Mann. Das nimmt hier Dimensionen an. Über die bin ich irgendwie nicht glücklich. Okay. Wie viel laufen jetzt hier rum? Suchen die mich? Kämmen die jetzt, sind das sozusagen deren Such... Kämmen die jetzt die ganze Insel ab? Ich glaube, ich werde mich... Oh, hier ist ein Höhleneingang. Ich werde mich darüber mal schlau machen. Dann zum nächsten Patch, nächste Folge. Mal gucken, ob ich da irgendwas in Erfahrung bringen kann zu diesem Thema. Also, dass die Eingeborenen untereinander relativ schlau agieren, das ist mir bewusst gewesen. Das stand auch des Öfteren mal in den Patch-Notes. Aber dass diese komischen Mutanten hier auch in Gruppen bzw. zu mehr durch die Gegend watschen, das kannte ich noch nicht. Jetzt ist natürlich die Frage, sind die immer langsam? Ich will mich jetzt aktuell nicht mit denen anlegen. Steht mir gerade nicht der Sinn nach. Oh, hier ist noch ein ungeöffneter Koffer. Vielleicht Energieriegel drin. Ein Snack war drin. Ja, wunderschön. Wie sieht's mit unserer Hasenfalle aus? Da ist bestimmt kein Hase drin. Da war noch nie ein Hase drin. Siehst du? Hast die Pflanze gerade gesehen? Die ist gerade von überdimensional ganz klein geworden. Voll zusammengeschrumpft. Gut, ich schmeiß mal was aufs Feuer hier.
Ganz verrückt. Also diese ganzen Eingeborenen und Mutanten hier. Hör bloß auf. Merkst vielleicht schon, ist nicht meins. Bin ich gar kein Freund von. Da grusel ich mich ja fast schon. Bäh, Free Devil. Komm, dort schmeißen wir uns aufs Feuer. Wir haben aber vorhin ein bisschen was gesammelt. Ein paar Hasen. Haben wir. Haben wir am Start. Können wir schön schnabulieren. Unsere Bäume werden aber irgendwie nicht groß da vorne. Die drei. Die wollen einfach nicht. Gut, hier ein paar Stickies. Und hier auch nochmal. Hier genau, so ein Waffenregal. Gibt es das auch schon von Mollys? Kann ich da auch Mollys abstellen? Das wäre doch etwas, was man sich in so ein Baumhaus reinstellen könnte. Wenn du das nachts mal Besuch bekommst. So, okay. Und hier kann ich ja mal die Fanta einsammeln. Und die Riegel, was wir noch so haben. Da wir gerade aktuell nichts anderes finden. Okay. Gut, erstmal hier hoch. Ich will kurz in der Sicherheit des Lagers ein paar Pfeile bauen. Sie haben ja auf jeden Fall was gebracht, die Pfeile, auch wenn ich damit noch nicht wirklich toll schießen kann. So, wir brauchen Stick. Und 1, 2, 3, 4, 5. So, 1, 2, 3, 4, 5. Da fehlt ein bisschen gerade der Sound. Ich stelle mich mal um. Was ist, wenn ich hier stehe? Geht das hier besser? 1, 2, 3, 4, 5. Nö. Nochmal. 1, 2, 3, 4, 5. Ein, zwei, drei, vier, fünf. So, wir haben jetzt 25. 1, 2, 3, 4, 5. Mal sehen, ich bin gespannt, wo er sagt, hier ist Sense. Nein. 1, 2, 3, 4, 5. So, wir sind bei 35, okay. Gleich gar keine Stickies mehr am Start. 2, 3, 4, 5. Einer geht noch. Und dann haben wir auch gar keine, nicht mehr genug Federn. Gut, wir haben jetzt 50 Pfeile am Start. 50 Pfeile. Sollte vorerst reichen. Drei Bomben. Was sind das hier? 1, 2, 3, 4, 9 Mollys. Energiemix. Samen. Man konnte auch noch. Wie war das? Aloe Vera und Marigold. Medizin. Wie viel habe ich davon? 7 und 32, okay. Muss auch mal sein, diese Aufmunitionierung hier. Kann ich auch. Ne, ich kann nicht mehrere auf einmal reinschmeißen. Das ging ja eine Zeit lang. Ach, okay. 8-mal Medizin kann man haben. Das bedeutet, das beides noch. Diesen Energiemix. Nehmen wir uns noch ein paar mit. Da sind jetzt keine Zahl dran, wie viel wir davon haben. Aber bei der Klonflower und dem Chicory steht es auch gar nicht dran. Die haben auch noch gar kein eigenes. Ich sehe es gerade. Die haben noch gar kein eigenes Bildchen dafür. Kann ich scheinbar unendlich erstellen. Ich weiß nicht, wie viel ich davon eingesammelt habe. Ich habe keine Ahnung. Ah, okay. Die sind jetzt alle. Gut. Nö, durch. Es regnet hier. Beim Regen bleiben wir sowieso hier. Stickies. Ein paar Stickies noch am Start. Zap, zap, zap. Hier, krabbel mal runter, kleiner Freund. Hier lagen doch gerade Stickies hier. Ist jetzt ein Hase in unsere Falle gegangen? Guck mal, komm her, Hase. Hase.
Wir haben einen Hasen. Wie komme ich jetzt an den Rand? Jetzt habe ich ihn in der Hand. Hallo Hase. Ja, das ist ja fein. Willkommen. Willkommen. Oh, bist du aber süß. Bist du aber süß. Den nennen wir Klopfer. Okay, scheinbar habe ich genug Steine. Da vorne läuft das Arschloch. Die fliegen scheiße. Das war aber definitiv ein Treffer. Brenn. Brenn, Muschiklaus. Die Sonne geht schon wieder unter. Mann, ist der hässlich. Nochmal. Komisches Mutantenvieh, ey. Axt. Alter. Ich dachte, ich habe was gehört. Oh, das ist echt eklig, das Ding. Kann man nicht zerstören. Aber wir haben ihn, glaube ich, getötet. Gut, ich gehe hier hoch. Schlafen eine Runde. Ah, wir haben auf jeden Fall einem mal den Garaus gemacht. Diesem hässlichen Ding, ey. Da liegt er auch noch tot. Okay, also der scheint eben zumindest nicht wirklich was drauf gehabt zu haben. Aber das hat natürlich nicht zwangsläufig was zu bedeuten. Ach, falsch, nee, wir bauen noch mal kurz jetzt eine Bombe nach. Und wir bauen noch ein paar Mollys nach. So. Das war jetzt mal wirklich eine Folge, wo es ausschließlich um die Aufmunitionierung ging. Aber das ist sicherlich auch sehr nötig. Bei den Gefahren, die hier langsam immer mehr auf uns zukommen. Oh Gott, hier siehst du ja gar nichts mehr. Stockdunkel. Gut, dann... komische Geräusche hier. Mache ich mal in dieser stockdunklen Finsternis ein Folgenpäuschen. Und die nächste Folge müsste dann auch im neuen Patch kommen. Vermutlich der 0.14. Lassen wir uns überraschen. Wenn dem nicht so ist, wirst du es erfahren. Ich werde es dann sagen. Alles klar. Dankeschön für deine Aufmerksamkeit. Hab noch einen schönen Tag und wir sehen uns in der nächsten Episode bei The Forest. Ciao.